Hi, ich bin Nika von den Dogspotters und neben mir steht gerade Marie Kloß. Sie ist verantwortlich für die Auswahl der Filme beim Festival. Sag mal, was gehört eigentlich so zu deinem Aufgabenbereich? Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Teil der Auswahlkommission. Also wir sind eine Gruppe von Leuten, die die Filme auswählen. Das heißt, meine Aufgabe ist es, die Einreichungen zu sichten und dann zusammen mit meinen Kolleginnen die Filme zu gucken, zu diskutieren und zu entscheiden, was wir letztendlich zeigen wollen. Und das passiert vor allem im Sommer. Und das Jahr über bin ich unterwegs auf Festivals und Märkten und Veranstaltungen, wo Filme, die gerade noch geschnitten werden oder noch Finanzierung suchen, sich schon präsentieren, sodass wir schon wissen, was so das Jahr über kommt. Filme auch direkt bitten können, einzureichen und so unser Netzwerk aufbauen. Ja, also überall auf der Welt auch. Naja, ja, oder? Eher digital. Ah, digital, ja, wegen Corona, genau. Genau. Ich mach das genau. Von zu Hause aus. Ja, und was ist daran so das Schönste an dem Job oder auf was könntest du eher verzichten? Also das Schönste ist, zusammen mit meinen Kolleginnen die Filme zu sehen und dann hoffentlich auch zu sehen, dass meine Begeisterung geteilt wird. Aber ich finde es auch immer sehr spannend, die anderen Meinungen zu sehen. Also man sieht einen Film, man hat eine bestimmte Interpretation, man liest den auf eine bestimmte Weise, findet dann aus bestimmten Gründen interessant und dann kommen die anderen und gucken den und haben vielleicht ganz andere Meinungen. Und ich finde es immer sehr bereichernd, die anderen Blickpunkte auf die Filme zu sehen. Also okay, auch Leute, die total dagegen sind oder Leute, die aus ganz andere Dinge da drin sehen, als das, was ich drin gesehen habe, das ist eigentlich das Schönste. Was schwierig ist, ist, dass wir einfach den Sommer über sehr beschäftigt damit sind und draußen scheint die Sonne und wir sitzen in abgedunkelten Räumen. Okay. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, aber manchmal denkt man dann an einen Seebesuch. Und was sind so die Auswahlkriterien bei der Sichtung? Also wir haben jetzt keine formalen Kriterien oder suchen nicht bestimmte Ästhetiken, sondern wir versuchen, die Breitband des aktuellen Dokumentarfilmschaffens aufzuzeigen. Also Filme ganz verschiedener Arten und Looks und Ästhetiken und Herangehensweisen und Perspektiven zu finden. Aber die müssen uns in sich schon überzeugen. Also wir gucken uns eigentlich jeden Film an für den, was er ist. Also wir gucken, interessiert uns das, wie die Person an das Thema rangeht, wie sie eine Form für das Thema findet. Wir haben keine außenstehenden Kriterien oder so, aber wir versuchen natürlich möglichst breit und vieles zu haben. Aber wir gehen jetzt nicht nur nach Thema oder nur nach Form oder nur nach Land oder so. Und für dich persönlich, was macht einen guten Dokumentarfilm aus? Also ein guter Dokumentarfilm ist für mich einer, der es schafft, obwohl er vielleicht Menschen zeigt, die mit meinem Leben gar nichts zu tun haben oder eine experimentelle Weise zeigt, die ich so noch nie gesehen habe. Aber ein guter Dokumentarfilm muss es schaffen, an mich ranzukommen und irgendwie mir was zu erzählen, wo ich mich drin wiederfinden kann oder wo ich Fragen, Zweifel, Blickwinkel drin wiedererkennen kann. Ja. Und dieses Jahr gab es da irgendwelche Themen in den Filmen, die besonders häufig aufgetreten sind? Also manchmal am Ende der Auswahl gucken wir so auf die Filme und dann sehen wir da so Linien und sehen Themenfelder. Und eins ist in diesem Jahr zum Beispiel ein vielen Blick auf Exil, das Leben im Exil, das Verabschieden vom Heimatland. Da ist vielleicht Krieg oder der Staat bricht gerade zusammen und die Regisseurinnen und Regisseure gucken auf ihr Land, sind vielleicht schon im Exil und gucken zurück, nehmen Abschied. Es geht viel um Grenzziehungen. Gibt es da einen Film, den du da vielleicht empfehlen könntest? Zum Beispiel haben wir im Wettbewerb einen Film von einer libanesischen Regisseurin, die in Frankreich lebt, Dimael Hor, der heißt Conversations with Zero. Und sie unterhält sich da mit einer Freundin, einer älteren Künstlerin, die ihr Leben lang im Libanon gelebt hat. Und die Regisseurin lebt aber schon in Paris und über die Zeit, die erzählt wird, kommt die Corona-Krise, kommt die Revolution, kommt die Bankenkrise, bricht das Land langsam zusammen und sie guckt so ein bisschen auf ihr Land und auch auf das Leben ihrer Freundin da und nimmt innerlich eigentlich so ein bisschen Abschied. Okay. Und noch weitere Filmempfehlungen? Ich weiß nicht. Ja, wir haben, ja, unbedingt, wir haben viele tolle Filme. Also ein Highlight ist, glaube ich, auch der Film May God Be With You von Cleo Cohen. Das ist eine ganz junge französische Regisseurin, das ist ihr erster Film. Sie ist Französin und schaut auf ihre Großelternpaare. Sie kommt aus einer jüdischen Familie und ihre Großeltern sind sowohl aus Algerien als auch aus Tunesien geflohen.
als Juden und Cleo Cohen begreift sich nun als arabische Jüdin und ihre Großeltern können diese Meinung so gar nicht teilen. Für die ist arabisch sein und jüdisch sein ein kompletter Widerspruch und sie guckt mit sehr viel Witz und Intelligenz auf ihre Familiengeschichte und fängt an, ihre Großeltern zu befragen, spielt so ein bisschen die Nervensäge, die immer weiter bohrt und dadurch kommt aber total viel bei rum. Also es ist ein wirklich sehr schöner Film. Okay, ja, vielen Dank für den Tipp und auch für das Interview insgesamt. Und wenn ihr noch mehr zu den Leuten hinter dem Festival wissen wollt, könnt ihr euch auch gerne das Interview von meiner Kollegin Hanna anschauen. Die hat nämlich Christoph de Hechte interviewt, der sozusagen der Leiter von diesem Festival ist. Genau, schaut da gerne mal vorbei.